ich lerne dann so, dass er jede Fahrradtour immer eine Frau dabei hat. Und dieses Jahr bin es halt ich. Und ich finde es aber gut. Also Sabine ist, die stört das auch nicht. Die nimmt es auch nicht so ernst, jetzt hier unser Ding. Ist okay für dich, oder? Voll. Gut. Ich mache halt immer das, was so, ich bin weisungsgebunden. Wenn da steht, er hat einen Anhänger dabei, dann, ja, dann habe ich halt einen Anhänger dabei. Das ist okay. Aber ich habe das jetzt nicht versucht, meine Figur nach dem Fahrrad zu kreieren oder umgekehrt. Die haben mir das hingestellt. Ich habe an dem Tag, wo ich gedreht habe, habe ich das Fahrrad gesehen. Es sah ganz gut aus. Bei mir ist es nicht mal das Fahrrad meiner Figur. Ich leihe mir das von meiner Freundin. Weil es war ja nicht, für mich war das ja nicht geplant, dass ich auf eine Fahrradtour gehe. Insofern ist es dann ein Fahrrad von einer Freundin. Aber es, ich finde es ganz schön. Aber es sagt so schon auch was über deine Figur, finde ich. Dass du was einfach denn? Was kein sagt es über meine Figur? Na, dass du dass kein, ich Fahrrad kein eigenes hast. Fahrrad habe. Dass ja, du dir halt ein Fahrrad leihen musst. Ja, ich habe schon ein Fahrrad zu Hause, aber da ist ein Kindersitz drauf. Das darfst du nicht sehen. Ich habe ein teures Fahrrad auf jeden Fall. Das stimmt. Ich hatte wirklich Lust, so auszusehen, weil das tue ich sonst nicht, ich schminke mich gar nicht. Und das fand, ich hatte voll Bock, so auszusehen. Und natürlich, als ich dann gehört habe, dass Jürgen Vogel mitspielt, habe ich gedacht, da muss ich auch mitspielen. Nein, das ist ein toller Ensemblefilm, es sind natürlich tolle Leute dabei. Ja. Also ich habe weder mit Florian gedreht vorher oder Volker noch nicht. Und Miriam ja, natürlich auch schon. Nicht. Ja, mit und Volker so. Habe ich schon gedreht. Ja, ich aber ach nicht. So, du. Wir reden gerade über mich. Nee. Wir haben es wirklich sehr lustig. Ja, und es ist eine tolle Geschichte. Christian kann ich auch noch nicht. Also es war irgendwie spannend. Christian weiß halt schon genau, was er will. Und der hat ja auch mit am Drehbuch geschrieben. Ist auch ein super Autor. Ja. Also insofern... ja, ist ein sehr ruhiger Regisseur, so, also nicht gestresst oder so, setzt sich auch nicht so unter Druck, dass man jetzt so irgendwie denkt, okay, wir müssen uns jetzt ganz schnell beeilen. Und lässt einem auch Freiraum, ja. So Ideen einzubringen, finde ich. Also, dass man noch was, oder wir ändern auch viel noch dann, gerade weil er ja viel mitgeschrieben hat an dem Drehbuch, kann Rigi man auch Miri. Spontan noch mal was ändern. Genau, und ich bin die Rigi Miri und sag dann Jürgen, was er machen soll. Und ich mach's. Freundschaft ist halt sowas, was du dir... Familie suchst du dir ja nicht aus, da wächst du halt rein. Und Freundschaft kannst du dir selber bauen. Also das, ja. Das sind halt Menschen, die du dir suchst und das hat ja auch mit Liebe zu tun, weil das sind halt Menschen, die dir wahnsinnig nah sind, die eigentlich alles von dir kennen und wissen und so. Und das ist schon eine Form von sich lieb haben. So. Ist jetzt keine lieber, sexuelle lieber weniger. Liebe, was lieber hast weniger? Hast du viele Freunde? Nee, man hat ja generell, glaube ich, nicht so viele ja. Freunde. Wenn du jetzt nicht unbedingt von Facebook-Freunden ausgehst. Ich bin nicht bei Facebook. Ja, sondern einfach so. Nee, da hat man wenige gute Freunde und mit denen teilt man ja so ein Leben. Und das ist schon sehr eng, sehr wichtig.